Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. Wir sind hier tatsächlich beim Goldenen Pfad. Ich wollte eigentlich was anderes machen, habe dann mein Pfad geguckt, dann habe ich gesagt, wir machen Goldener Pfad. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann machen wir doch mal Goldener Pfad. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen looten gehen, aber naja, wir gucken mal weiter, was sie von uns möchten. Was haben wir denn hier Schönes? Amita. Alles okay? Was soll los sein? Glaubst du, das wäre einfach? Die erste Frau beim Goldenen Pfad zu sein? Ich habe schon mehr. Die für Veränderung einsteht, während hinter deinem Rücken sich alle das Maul zerreißen, dass du ihr Erbe zerstörst. Doch, wahrscheinlich. Alle Frauen. Ich bin genau so ein Krieger. Eine Kurati wie die, aber die, die sehen nur eine Frau. Ja, und die anderen Kriegerfrauen? Das bin ich die Einzige, die kämpft. Du bist ein kluger Mann, sag mir. Bin ich die Richtige für das hier? Sabal, er hat so viele Anhänger und ich frag mich, sind die blind? Oder habe ich etwas übersehen? Unentschlossenheit ist was für Schwache. Okay. Erinnerst du dich an die Teeplantage? Nee. Der Mohn wurde zur Verarbeitung in eine alte Ziegelfabrik gebracht. Sabal will sie zerstören. Er ist so verdammt überzeugt von sich. Und du willst sie übernehmen? Ganz genau. Damit können wir für die Zukunft planen, während er in der Vergangenheit lebt. Ich sage ja, er sagt nein. Aber ich hoffe, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Okay. Dann überzeugt mich doch mal beide. Also, aus welchem Grund soll ich sie zerstören? Muss ich jetzt wirklich nach vorne gehen, mit dir zu reden? Ich bin dabei. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Du musst nur das Ziegelfabrik übernehmen, ohne sie zu zerstören. Wir werden sie noch brauchen. AJ, pass auf dich auf. Sie wird sehr gut bewacht. Okay. Übernehmen, ohne zu zerstören, ohne mir einen Grund zu nennen. Was sagst du aber dazu? Ziegelfabrik erzählt. Und ich wette, sie hat sich bei dir ausgeheult. Hat sie dir die traurige Geschichte erzählt, dass sie die erste Frau beim Goldenen Pfad ja, sei? Ja, tatsächlich schon. Hat sie bei mir auch versucht. Aber du fällst dich darauf rein, oder Bruder? Dieses Heroin ist pures Gift. So einfach ist das. Erledige nur als Männer und zerstöre die Fabrik. Ende vom Lied. Ha. Also wir haben ja schon die Opiumfelder, wir müssen das ja nicht weiterverarbeiten, oder? Ich bin mir nicht sicher. Geld ist natürlich auch cool. Für die. Ich glaube, wir machen Amitas Mission nochmal. Einfach damit halt der goldene Pfad. Irgendeine Einnahmequelle hat. Ja, gib her. Chemie für fortgeschritten. Ich dachte, wir kriegen jetzt langsam mal die Mission ab nach Norden oder sowas, dass wir mal effektiv wieder Skillpunkte verwenden können, aber nö. Dann machen wir jetzt nochmal eine Amita-Mission. Weil Sabal will halt zerstören, weil Drogen schlecht, ja klar, aber was ist deine Alternative? Danke, Spiel. Danke wirklich, Spiel. Ich habe nichts gemacht, ich habe einfach nur gedrückt und ja, wollte das machen. Spiel hat gedacht, ach nö, warum denn? Zum Glück haben wir wenigstens den Wingsuit. Vielleicht sollte ich nicht auf der Insel landen, weil muss ich mir wieder irgendwas anderes suchen. Ich glaube, ich komme auch so schon fast nicht rüber. Obwohl, doch, das sollte passen. Da gibt es noch was zu holen. So, Fallschirm. Hier drauf gelandet. Perfekt. Genauso wollte ich es haben. Hallo, Herr Nashorn. Bitte nicht mich töten. Gibt es jetzt für ein Fahrzeug für mich? Ich tippe mal auf Nein. Aber. Vielleicht kommt mir gleich noch eins um die Ecke. Ja, okay, das habe ich nicht geschossen. Warum auch immer. Ich habe irgendwie erwartet, dass ich... Also ich wollte eigentlich nicht zielen mit der Pistole und einfach direkt das Messer werfen. Da habe ich einmal geklickt und halt die Tasten losgelassen und dann hat sich das Spiel gedacht, ach ja, der zielt jetzt einfach mit Pistole und... Doof. Ich habe jetzt noch einen, zwischen den Parts jetzt, noch eine,
Arena-Mission gemacht. Lief. Okay, da bin ich gestorben. Muss als Mann, also es ist halt richtig schrecklich, wenn du in deiner vierten oder am Ende der vierten Runde stirbst. Weil du einmal eine Sache unterschätzt und dann erschießen dich alle, ist halt immer scheiße und dann alles komplett neu zu machen, auch wenn du die Punkte geschafft hättest. Weil du musst ja trotzdem irgendwie auf die 1000 Punkte kommen, damit du, glaube ich, 5 Sterne bekommst. Ich weiß nicht, ob 1000 Punkte die ganze ist oder drunter. Auf jeden Fall ist das halt schon wichtig, weil du willst ja die vollen Punkte haben. Ja, und davon nicht mal einen Rang aufgestiegen in der Arena, das ist echt schade. Hallo. AJ, Amita sagt, dass du mitkommst. Stock deine Munition auf. Der Hunter wartet auf dem Hügel auf dich. Der Anführer? Okay, also ich mach das alleine, Freunde. Ihr sollt bitte nicht mitkommen. Ihr macht alles nur noch schlimmer. Ich soll das ja Stealthy Melfi machen. Ihr könnt mir helfen, wenn es laut wird, aber selbst das ist ja eigentlich kein Problem für meine Bewaffnung aktuell. Mit meinem dicken Maschinengewehr, meinem Granatwerfer, meiner Maschinenpistole und meiner dicken Sniper. Bist du der Havel da? Das der Havel, so viel wie Kommandant. Ja. Die Fabrik nutzt Generatoren, um die Luft atembar zu machen. Zerstöre sie, dann müssen die Soldaten raus. Was immer du tust, richte möglichst wenig Schaden an. Oh, eins noch. Der Chemiker, der die Anlage leitet, er gehörte früher zu uns. Amita will, dass er stirbt. Okay. Gucken wir uns erstmal die Lage hier an. Öffne die Labortür, okay. Der maskierte Mann kämpft wie einer von Goldenen Pfad. Welcher maskierte Mann? Ah. Also ich sehe gerade, dass am besten, wenn die jetzt wieder rumfahren, da ist noch einer von denen, dass ich hier einfach raufschieße. Ich hab irgendwie erwartet, dass der Elefant das interessant findet. Kurz nachladen. Ah, das sind nur 2 Stück. Jetzt haben wir alle bemerkt schon. Ah. Unschön, wenn das Auto sich gerade noch bewegt. Jetzt alle tot? Da ist noch ein Autorad angefahren gekommen. Ich höre mich nicht so. Muss ich gestehen. Vor allem nicht, weil ich nicht weiß, wo es ist. Okay. Lief halbwegs erfolgreich, würde ich sagen. Sind die verfluchten Generatoren? Überrascht mich, dass du sie nicht hörst. Sie sind ziemlich laut. Okay, es kommen noch mehr Leute an. Ja, so, dass sie laut sind, höre ich. Der ist tot. Ich dachte, sie haben mich gerade gesehen. Wusste ich nicht. AJ, ich kann die Generatoren sehen. Ich markiere sie dir. Wie viel kommen denn hier angefahren? Das ist mal gut, Freunde. Einer ist anscheinend noch hier oben. Ist hier ganz oben drauf? Hier?
Mach mal nicht, Freund. Wäre mal lieber hier rangegangen. Wäre smarter gewesen. Okay, jetzt haben wir alle Alarme deaktiviert und auch alle davon gefunden von den Generatoren. Also zerstören oder was? Mindestens ein Generator muss intakt bleiben. Ah, okay, ich soll die doch ausschalten oder was? Habe ich gerade noch nicht gesehen, wo? Ja, okay. Es ist natürlich doof, dass ich einen zerstört habe. Weil ich einfach dachte, ich muss das tun. Weil ich nicht an das grüne leuchtende Ding gegangen bin. Vielleicht könnte ich es alle nochmal hier looten, aber so viel Motivation habe ich zu looten. Betritt das Labor. Das war's. Der Rauch wird sie raustreiben. Geh da rein und töte den Chemiker. Aber brauchen wir den Chemiker nicht? Okay. Okay, mal wieder ein Drohnenrausch unterwegs. Ich dachte, hier wäre auch einer gewesen. Okay, es sind einfach nur zwei Wege hier. Aufmachen kann ich hier nicht, schade. Okay. Gut, dass ich gezielt habe und einfach komplett verzogen. Also ich habe halt nach hier gezielt und er hat irgendwie nach da geschossen, aber das Ziel war dann da. Und hier der Müllschirm und so wie sonst ist. Aber er ist grün. Kann ich was mit ihm anders machen? Vielleicht gehe ich mal in die Arena und guck, ob der maskierte Mann. Welcher maskierte Mann? Von wem reden die alle? Töte den Chemiker. Hört mal gut zu. Wie? Verdammt, was ist denn hier los? Erschießen wir jetzt gerade unsere ganzen Rebellenfreunde? Etwa 20 Watt an das Multiversum abgegeben. Okay. Was ist das Gas? Ich hätte vielleicht mit Gasmaske mal reingehen sollen. Wäre es nicht smarter gewesen? Du hast den Chemiker getötet. Ihn doch töten. Es ist Zeit, alles zu zerstören. Es ist an der Zeit, Badras Aufstieg zu den Göttern mit einem Donner einzuläuten. Das ergibt was? Überhaupt keinen Sinn. Wir legen gerade den Sprengstoff. Komm da raus, solange du noch kannst. Was? Okay, wir haben mal 30 FPS. Warum soll ich auch mehr FPS haben, ne? Okay, jetzt haben wir einen Granatwerfer. Okay, jetzt haben wir das Maschinengewehr. Mit der Flammenwerfer. Einfach mal heilen, weil ich nicht weiß, wie gut es mir geht. Ich habe schon wieder komplett keine Ahnung, wo ich lang muss. Bin ich ehrlich. Glaube ich hier? Okay, so wieder mehr FPS. Chemie für fortgeschritten. Okay. Amita? AJ, was ist los? Hast du die Fabrik gesichert? Ist der Chemiker tot? Ja. Ja, es ist nur... Ich glaube, ich halluziniere. Das ist der Rauch, aber das wird wieder. Ich kann dir nicht genug danken. Wegen dir
hier hat Kyra sowas wie eine Zukunft. Würde Sabal nicht immer nur zurückblicken, könnte auch er es sehen. Okay. Haben wir mal, wir haben zwei neue Aufgaben. Wir haben einmal Willis. Moment mal, ist Willis nicht der Typ aus Teil 3? Und dann haben wir noch eine neue goldene Fahrtmission. Die da wo wäre? Ich hätte gedacht, die ist in der Fabrik, aber anscheinend nicht. Ich bin der Mann, ich habe eine auf der Karte gesehen. Ach, da ist sie doch. Goldene Fahrtmission, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu diesem Punkt hier. Wir haben noch ein bisschen Zeit und können nochmal das Attentat da machen. Bevor wir dann mit Willis weitermachen. Was macht Willis denn hier schon? Nicht ungesühnt bleiben. Ja, wir helfen dir gleich. Okay, wir haben das MKG freigeschaltet. Wir haben den GL94 freigeschaltet. Nice. Aber natürlich nur zum Kauf und nicht irgendwie anders. Okay, meine Heilspritzen sind trotzdem weg. Ein bisschen unhöflich, aber gut. Genau, jetzt haben wir bis auf den LK1018 alles freigeschaltet. Und das MKG, genau, das hat dir noch komplett gefehlt. Und das wäre ja dann auch quasi hier der Ripper, wovon wir drei Rüstung brauchen. So, dann machen wir weiter. Vor einiger Zeit hat der Royal Army einen Heiligturm mit der Kurati eingenommen und den Vater eines Mondes getötet. Tötet den Kommandanten mit einem Messer und macht danach ein Beweisfoto. Okay, gehen wir hin. Was ist denn? Die Royal Army. Sie kamen zu dem heiligen Ort. Den Namen darf ich nicht aussprechen. Sie sagten, sie wollten beten, aber mein Vater durchschaute sie und schickte sie fort. Dann griffen sie an. Okay. Wo ist dieser Ort? Bei einer Höhle. Ich zeig's dir auf der Karte. Der Eingang liegt ganz oben. So kommst du vielleicht näher ran. Und danke. Mein Vater war ein heiliger Mann. Das hat er nicht verdient. Ich tue, was ich kann. Okay. Könnt ihr aufhören, dieses Vieh rumzuballern? Was ist denn los mit euch? Okay, von oben sollen wir ran. Merke ich mir. Und wir sollen Kommandant mit einem Messer töten? AJG, wir haben dich beobachtet. Wir sollten uns treffen. Weitere Instruktionen. Das ist euch der Wunsch, Teil 3. Aber was macht er hier? Irgendwelche Charaktere aus dem zweiten Teil gibt es, glaube ich, nicht mehr. Also, eventuell ist ja Longinus, Prosper Quasi, aber das ist ja nur eine Vermutung, also eine Fantheorie. Hm. Um zu suchen. Die beiden Kommandanten. Wo ist denn der zweite dann? Sagen lief okay, bis auf dass ich die ganzen Messer nicht getroffen habe. So, jetzt haben wir noch eine Minute Zeit. Ich würde sagen, die können wir mal looten, weil. Ach nein. Nicht mal eine Waffe wegschmeißen. Ich hasse, dass man looten und auch so auf der gleichen Taste hat, wenn man das eigentlich nie will. Und diese Verbrecher haben Angst vor dir. Hör nicht auf, AJ. Lass sie büßen. Also theoretisch hat man es doch komplett stealth machen können, würde ich sagen. Indem ich einfach beide von oben mit Messern töte und schnell fotografiere und keiner sieht. Ich wahrscheinlich zuerst den da machen sollen. Keine Ahnung. So, ich würde sagen, im nächsten Part kümmern wir uns erstmal hier um Sammelgegenstände in diesem Gebiet hier. Ich weiß gar nicht, ob wir hier vielleicht auch noch hoch können später. Oder jetzt mit der Kletterausrüstung. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal hier oben an, gucken, dass wir irgendwie hier rübergehen können und dann mal gucken, wie es dann hier mit dem Bergen ist. Dann würde ich sagen, ich habe es geknallt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.